zum Fahrrad anpassen. Das ist doch der Herr Schädig. Genau. Hallo. Moin ist dir. Moin. Morgen. Ja. Ja. So lernen wir uns mal kennen. Ja, ja. Mal wieder. Hallo. Hallo. Seid ihr die U50-Gruppe? Ja. Martina. Hi. Ich hatte auch in die Kommentare. Ja. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man sieht, Willingen, da ist die K1-Hütte und ein super heißer Tag. Wir sind gerade schon einmal gefahren. Ein paar Leute sind gekommen schon mal und wir wollen dann jetzt gleich mal zum Fahren kommen. Ich würde sagen, ich erzähle nicht so viel, wir gehen gleich auf die Strecken und es ging dann als erstes einmal auf die Flow Country, so ein bisschen zum Einfahren. Vom Warmfahren kann man ja nicht reden. Es waren ja deutlich über 30 Grad, also die Körpertemperaturen, alles war schon mehr als ausreichend. Ja, so ging es wie gesagt erstmal auf die Flow Country, sich so ein bisschen eingrooven, um sich dann mit den anderen zu treffen. Und auch gleich Glück gehabt bei der Abfahrt, dass man mal niemanden vor sich hat. Das ist ja nur bei gutem Wetter dort auch nicht immer der Fall. Ich war da mal gespannt, wer sich bei so hohen Temperaturen, und es waren ja im Vorfeld bis zu 38 Grad angesagt, wer dann sich überwinden konnte, in den Bikepark zu fahren und mit voller Montur die Strecken runterzublasen. Wir waren dann eine kleinere Truppe, das macht aber überhaupt nichts, hat richtig Spaß gemacht, und mit denen ich dann gefahren bin, war das dann schon echt spaßig und lustig. Und in so einer kleinen Gruppe geht das auch immer sehr gut. Aber da kommen wir ja auch gleich noch zu. Was ich meinte mit, dass man Glück hat und keinen vor sich hat, hat man dann auf dem nächsten Abschnitt gesehen, da wir sofort auf eine Gruppe aufgefahren sind. Alter, warte mal, Olaf. Aber das kennt ihr ja bestimmt. Ich bin eben fast drauf gefahren. Ja. Das bringt nichts. Lass mich jetzt so rechts da dran vorbei. Ja. Fahren wir mal. Anders fahren, kann man von oben da runterkommen. Gut, alle soweit? Ja, wir haben uns dann als erstes mal die Viewweit vorgenommen. Und aber dann mal, ich zeige euch jetzt mal die Alternativroute, die wir genommen haben. Und zwar die alte Strecke, die dann noch über die Brücke ging. Denn von der Freeride muss ich persönlich sagen, gefällt mir der erste Abschnitt noch am besten. Was danach kommt, weiß ich nicht, ist irgendwie ein bisschen Panne. Aber hier die alternative Line über die Wurzeln an der Seite und dann über die Brücke, die macht doch Spaß. Der Thomas hatte mit seiner Kamera auch gefilmt und der ist dann auch immer mal hinter mir gewesen und so bin ich dann auch ab und zu mal ins Bild gekommen. Ist doch auch mal was Schönes.
Fahren wir den Enduro. Na dann. Alter, stopp das ja. Also so super trocken ist auch nicht so toll. Das ist ja schon rutschig, nur weil es trocken ist. Der Thomas hat so eine kleine Insta360 und hat die mal vorne bei sich auf dem Schutzblech angebracht. Und so hat man auch mal eine andere Perspektive. Also er fährt nicht rückwärts oder so, sondern das ist praktisch die Perspektive vom Schutzblech nach vorne. Ist doch auch mal was Feines. Schon wieder zu weit. Los, fahr rein. Thank you.
Danke. Ich hab denselben Fehler gemacht. Olaf, du vor, oder? Bildchen, ne? Oh, der Stucki auch noch dabei. Ja. Ja, da kommen wir mal langsam zum. Wieso leuchtet da ein Werkstattschlüssel auf? Machen wir das Ganze nochmal. Die letzte Fahrt sind wir. Da kommen wir mal zum Ende von dem Video. Super heiß heute gewesen, hat aber richtig Laune gemacht, war mal wieder richtig schön und spaßig hier im Bikepark. Durch die Wärme war es nicht so voll, nie am Lüft anstehen, ne, hat richtig gut funktioniert. Wir sind alle vollkommen eingestaubt und verschwitzt, hatten aber viel Spaß. Waren zwar nur eine kleine Runde, aber dafür hat es auch richtig Laune gemacht. Ihr wisst, hat euch das Video gefallen? Ich freue mich über einen Kommentar und über einen Daumen nach oben. Und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ach ja. Ü50 ist kein Problem im Bikepark. Kann hier jeder bestätigen. Richtig. 3. Müde und K.O. und nach mehrmaligen Fahren der Enduro und auch Teil der Freeride ging es dann zum Schluss nochmal auf die Flow Country. Und die Temperaturen, das hat man dann doch irgendwann gemerkt, hat man ganz schön müde gemacht. Von der Downhill kann ich euch diesmal nicht zeigen. Da sind wir zwar einmal gefahren, und um uns das so ein bisschen nochmal anzugucken, beziehungsweise die anderen. Da aber dort ein Schlagerfestival stattgefunden hat und da man auch mittendurch musste, war das nicht so die beste Idee an dem Tag. Und wir haben uns dann halt beim K1 aufgehalten.